Hallo, was machst du hier? Ach so, du liegst hier rum. Hast du Papa schon zum Geburtstag gratuliert? Noch nicht? Doch, musst du jetzt. Er ist schon wach. Musst du ihm ein Lied singen? Musst du sagen, miau, 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 miau. Kannst du so? Musst du üben, wenn du nicht kannst. Sei nicht so. Wir gratulieren dir auch immer zum Geburtstag. Ja, dann, wenn du Geburtstag hast. Das ist am 22. Januar, glaube ich. Siehst du, da war deine Bestätigung. Ja. Apollo hat am 15. Januar. Okay? Gut. Was ist denn? Jetzt sitzt du ja in diesem Kinderbettchen. Hast du jetzt alle ausprobiert heute? Katzi. Cosmo. Bist du ein wenig traurig? Ha? Ich habe übrigens Marcel so ein Frack geschenkt. So als Halloween-Kostüm. Aber leider kann er keine Gummimasken tragen, weil er da drin keine Luft kriegt. Deswegen muss ich die Maske wieder zurückschicken. Und die war sehr gruselig. Cosmo, willst du mich nicht mal ablösen? Kannst doch mal dein Schwänzchen herhalten. Bestimmt ganz witzig zum Spielen. Wart ab. Wart ab, mein Freund. Nein, wird nicht so schlimm sein. Was ist los, Cosmo? Ungemütlich draußen, ne? Boah. Kalt und windig. Pfui. Wo ist Apollo? Den habe ich auch rausgelassen. Will er noch nicht reinkommen? Nein, anscheinend nicht. Willst du nicht geärgert werden von Apollo? Gosia. Komm rein. Super, dass du genau dran vorbeigelaufen bist. Danke. Ja, an was? An der Fußmatte. Also. Ja, Apollo wollte Cosmo ärgern und Cosmo ist direkt weggelaufen. War teuer, ja? Hm. Okay, was gibt's Elterngeld 200 Euro? So wenig. Komm, Katzi. Ich lass dich wieder raus. Meinst du, Apollo wird dich nicht mehr ärgern? Ja. Ich hoffe nur, die laufen nicht über deine Plane und färben sich die Pfoten ab. Ja, dann kommen sie in den Club der. Der Findest du noch? Ja. Im Club Mit den der dunklen mit den dunklen Pfoten, ja, ist klar. Hä, was hat er denn da gesehen jetzt? Ein Blatt. Ein Blatt, welches weggeflogen ist. Ja, das finden die toll. Die ganzen Blätter zu jagen, die jetzt abgehen werden. Im Herbst. Das war so krass. In Norwegen war alles komplett orange. So, die ganzen Bäume haben sich so eingefärbt und es war so schön, als hätte jemand so einen Filter über das ganze Land gelegt. Und hier in Deutschland ist alles noch so grün gewesen. Wir waren ja jetzt letzte Woche im Deister und es war alles grün. Also von Herbst merkst du hier eigentlich nur das miese Wetter. Ansonsten nichts. Was denn? Dass der komplett nach vorne überfällt. Meinst du, der fällt hin? Wie so eine Befürchtung, ja. Ich kann ja nicht mal mehr reingucken jetzt. Man kann, ich glaube, das kommt dir nur so vor, oder? Nee. Kann man hier schon das Licht anmachen? So. Ja. Vielleicht mit einem Stein festmachen? Jetzt weiß ich, welche Spinnen sie hinein. Ja, was kann sich
Marcel an seinem Geburtstag Schöneres vorstellen, als Halloween-Deko weiter zu basteln. Sieht gruselig aus, oder? Wir machen jetzt für Marcel Geburtstagswaffeln. Geburtstagskuchen, er ist nicht so der Kuchenfan, aber Waffeln gehen immer. Katzi, wollen wir Papis Waffeln zusammenbacken? Du mit deinen Pfötchen? Kannst du mir da helfen? Wenn du schon hier auf der Theke sitzt, auf der Küchenwaage. Danke. Ich hab's geschafft. Und zwar ganz ohne Katzenhaare. Dann will ich das nicht. Dann will Marcel das nicht, hat er gesagt. Was ist hier los? Du bist doch selbst gerade reingerannt. Wie eine Rakete. Wie eine Rakete kamst du angeschossen und bist immer noch total nass. Komm mit. Mein nasses... Du nasse Katze. So. Ich hab doch gesagt. Apollo, dein Bruder will mir nie glauben. Nie will er mir glauben, mein Puddel. Boah, kennt ihr das, wenn man sich eigentlich voll freut, aber es so unangenehm ist? Nadine, ihr kennt ja Nadine von Herzenskatze, Nadine von Diese eine Katze. Oh, sie ist ja so eine Liebe, ne? Und sie ist ja wirklich ist total selbstlos. Und sie hat einfach, sie will so ein bisschen Werbung für das Buch machen. Und ich habe gesagt, nein, mach das nicht, das ist gar nicht nötig. Sagt sie, ja, du würdest für mich das Gleiche tun. Ich so, natürlich, würde ich, natürlich. Aber trotzdem, ich mag das nicht. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Ja, und dann hat sie bei uns in die Gruppe geschrieben, wo noch ein paar andere Katzeninfluencer drin sind. Hier, macht Werbung für Tatjana. Und Alicia von Herzenskatzen hat auch direkt gesagt, ich bin eh schon dabei. Und, oh Mann, wie soll ich mich jemals dafür revanchieren? Wisst ihr das, wenn Leute so nett zu euch sind und ihr denkt so, Wie soll ich mich jemals dafür bedanken? Ja, ihr kennt's bestimmt. Oder ihr könnt's vielleicht nachvollziehen, wie ich mich fühle. Auf jeden Fall, ich bin sehr dankbar und so ein bisschen so, weiß ich nicht. Ich kenne das halt so nicht. Ich musste vieles immer selbst machen und wenn mir dann jemand geholfen hat, dann wollte ich mich immer direkt revanchieren oder direkt was im Gegenzug leisten, weil ich niemandem was schuldig sein will. Keine Ahnung. Schwierig. Auf jeden Fall, ich freue mich aber sehr, dass Nadine auch und Alicia auch so mega nett sind. Mirko auch. Mann, ich habe echt tolle Freunde. Muss man schon sagen. Und die zwei? Was geht hier wieder ab? Was ist das hier wieder für ein Katzenbeef? Apollo ist so frech manchmal. Jetzt muss der Cosmo extra einen Umweg nehmen, um da dran vorbeizukommen.